Hallo meine lieben Hunter, heute möchte ich mal ganz kurz ein Tool vorstellen, das ich selber sehr häufig benutze und auch viele meiner Kunden, Clicktip. Und da geht es natürlich um Automatisierung hauptsächlich auch, aber auch um ein Tool, wo du sozusagen eine gewisse Garantie hast an Zustellungsraten. Es wird immer schwieriger hier. Ja, gute Tools zu finden da draußen, E-Mail-mäßig, wo deine outgoing E-Mails nicht irgendwo im Spamfilter landen oder einfach eine hohe Bounce-Rate haben. Das heißt, sie landen nicht mal im Spamfilter, sie kommen eigentlich gar nicht an, sondern werden sofort zurückgeschickt. Das hat viele technische Ursachen, ich will jetzt nicht weiter eingehen mit E-Mail-Servern und so weiter und wie die letztendlich aufgebaut sind und über IT-Security-Aspekte, dass sie eben nicht so leicht gespammt werden können. Denn Spamming an sich ist eine Vorstufe von Hacking. Ja. Letztendlich viele, viele erfolgreiche Hacking-Attacken erfolgen eben durch Spam-E-Mails. Ja. Und das ist einer der Gründe, aber da will ich jetzt nicht zu weit eingehen. Das ist ein IT-Security-Thema, welches ich auch sehr schon seit vielen Jahren viele Kunden habe, wo ich helfe, hier Business-Entwicklung, Business-Development zu machen und so weiter. Deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen aus. Das soll aber nicht Gegenstand dieses Videos sein. Hier möchte ich einfach nur ein bisschen dieses Tool vorstellen und es wird dann eine ganze Serie geben von Videos. Und ja, viel Spaß damit. Geht's los. Das nächste Thema ist Automatisierung, natürlich hochinteressant, da es sich ja natürlich hier um eine Automatisierungssoftware handelt. Und diese Automatisierungssoftware ist natürlich Tag-basiert. Also es war eine der ersten Softwaren, die das Tag-basierte Marketing eingeführt haben. Und das ermöglicht natürlich, die Zielgruppen haargenau zu segmentieren und anzusteuern. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem kurzen Video möchte ich mal eine kurze Starthilfe geben, eine kleine Einführung machen in das Autoresponder-Tool, diese Software Clicktip, die ich wärmstens empfehle und auch sehr häufig bei Kunden von mir platzieren darf. Und ja, da fangen wir doch gleich mal an hier mit der Menüleiste hier oben. Es fängt also an mit der Kontakt-Cloud. In der Kontakt-Cloud haben Sie eben die Übersicht über all Ihre Stammsätze und dort können Sie zum Beispiel auch neue Stammsatzfelder implementieren, Textfelder, ähnliches, Stammsatztypen definieren etc. Ja, als nächstes kommt hier dann das Listbuilding. Beim Listbuilding hast du hier verschiedene Möglichkeiten, ein neues Listbuilding anzulegen. Das ist letztendlich das Herz einer Autoresponder-Software, einer Newsletter-Software. Du hast hier einige vordefinierte Formulare und Widgets. Das macht es dir wirklich sehr, sehr einfach, hier neues Listbuilding zu betreiben. Zum Beispiel dieses Widget ist sehr gut. Dort hast du dann letztendlich mit einem Code-Snippet dann die Möglichkeit, auf sämtlichen Seiten ein Formular einzubinden, das letztendlich dann nur dann zum Vorschein kommt, wenn der User wirklich draufklickt. Also es ist sehr empfehlenswert zum Beispiel. Es konvertiert auch relativ gut. Hast du hier unten unterschiedliche Zahlungsanbieter, vordefinierte Schnittstellen, die du mit einbinden kannst. PayPal natürlich, die üblichen. Und hier unten hast du dann unterschiedliche weitere Tools, Landingpage-Systeme. Vordefinierte Schnittstellen für Facebook, die üblichen, die wichtigsten Softwaren zur Termingenerierung vielleicht hier zum Beispiel im Vertrieb. Wirklich auch empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Das ist ein Tool, das kostet auch nicht viel. Das gibt es, glaube ich, ab 29 Euro im Monat. Also wirklich vernachlässigbar, geringe Kostenaufwand, aber sehr effektiv in der Terminierung. Dann hier des Weiteren vordefinierte Schnittstellen zur Einbindung von diversen E-Shops, die gängigsten. Magento, ich denke mal, ist eines der weit verbreitetsten E-Shops überhaupt. Shopware, auch im deutschsprachigen Raum,
sehr, sehr häufig benutzt. WooCommerce natürlich für die ganzen kleineren Businesses aus Kostengründen relativ häufig genutzt. Und Gambio auch noch. Ja, das wäre jetzt soweit das Ganze bezüglich den, was das Listbuilding betrifft, neues Listbuilding. Man klickt dann einfach hier drauf und gibt dann hier die Namen ein, aber hierzu dann später mehr in einzelnen Videos natürlich. Das soll ja nur eine Art Einführung, ein Überblick zum Tool sein, dieses Video. Dann das nächste Thema ist Automatisierung, natürlich hochinteressant, da es sich ja natürlich hier um eine Automatisierungssoftware handelt. Und diese Automatisierungssoftware ist natürlich Tag-basiert. Also es war eine der ersten Softwaren, die das Tag-basierte Marketing eingeführt haben. Und das ist natürlich, das ermöglicht natürlich die Zielgruppen haargenau zu segmentieren und anzusteuern. Hier kann man Outbound anlegen. Da sind jetzt keine Outbounds drin, weil dieses Account ist nur zu Vorführungszwecken eröffnet worden. Und Outbounds sind nichts anderes als Schnittstellen zu weiterer Bearbeitung und Auswertung von Kontakten. Zum Beispiel Zapier, Kajabi. Also es sind verschiedene Systeme, die sehr stark häufig benutzt werden, um Schnittstellen zu allen weiteren Systemen hier anbinden zu können, über Schnittstellen. Dann individuelle Double Opt-in-Prozesse, natürlich hochinteressant, ja. Dass man natürlich dann genau festlegen kann, wo landet der User, wenn er sich eingetragen hat in ein Formular zum Beispiel. Auf welche Bestätigungsseite, auf welcher Dankeschön-Seite, was kann ich auf der Dankeschön-Seite und auf der Bestätigungsseite, wie kann ich die individuell gestalten und optimieren, je nach Kampagne. Ich kann hier beliebig viele Dankeseiten und Bestätigungsseiten anlegen. Ist hochinteressant, um hier höchstmögliche Relevanz dem neuen Kunden oder dem potenziellen Kunden zu bieten. Und dann natürlich auch individuelle Signaturen, ähnlich das ganz gleiche. Ebenfalls, um einfach Zielgruppen hochspezifisch zu definieren. Darum geht es letztendlich in dem ganzen Spiel. Das nächste ist dann Kampagnen. Hier geht es um das ganze Thema Follow-up, natürlich hochinteressant. Für werdende Kunden, wo dir einfach vieles abnimmt, wo normalerweise zum Beispiel in der telefonischen Kaltakquise unheimlich viel Arbeitsaufwand hast und hier mechanisch Follow-up gestalten musst, wo du einfach nie wirklich die Erreichbarkeit hast, die du dir gerne wünschst. Und über so ein Tool kannst du natürlich hier einiges an Arbeit abnehmen lassen, indem du einfach vieles automatisierst, was das Follow-up betrifft, über sogenannte Follow-up-Kampagnen. Aber dazu auch noch in weiteren Videos detaillierte Showcases und Beschreibungen, wie man das Ganze am besten oder Möglichkeiten, wie man das Ganze am besten in die umsetzt. Ja, du hast hier zum Beispiel Marketing-Cockpits, ja. Du kannst hier verschiedene Marketing-Cockpits, kannst du hier auch integrieren, wenn du schon welche hast, oder neue anlegen. Du kannst hier Newsletter über SMS versenden, was natürlich auch super interessant ist, weil mittlerweile es gibt ja mehr Smartphones als wie PCs. Ja. Du kannst hier zeitlich begrenzte Angebote über Countdowns alles vollautomatisch hier generieren. Ja, dann das nächste ist mein Konto. Hier hast du mit ganzen persönlichen Daten wie Passwort, Username und so weiter, kannst du Support und so weiter, Support-Tickets anlegen. Du hast hier einen Marktplatz. Ja, und natürlich auch hier hochinteressant noch, du kannst hier Downgrades und Upgrades machen. Mit einem Klick, also One-Click-Upgrade und Downgrade. Das heißt, von dem Moment an, von dem Tag an, wo du den Up- oder Downgrade machst, wirst du eben auch
Von dem Preis her musst du weniger zahlen oder eben mehr. Und das finde ich auch super. Und du kannst es jederzeit machen. Du kannst jederzeit den Up- oder Downgrade machen, je nachdem, wenn du das Gefühl hast, du brauchst weniger Funktionen oder mehr. Und das Ganze geht halt einfach so schon bei 27 Euro im Monat los. Und bis 149 Euro, dann hast du schon die Enterprise-Version, wo du wirklich alles mitmachen kannst. Bis zu 60 Mail-Server, die du hier mieten kannst. Also für die ganz, ganz großen. Ich denke mal, dass die allerwenigsten von meinen Zuhörern hier oder von meinen Zuschauern jetzt diese Variante wahrscheinlich nutzen werden. Aber nur das, was eben hier an Performance möglich ist. Also es ist wirklich fast unbegrenzt letztendlich. Hochspezialisiertes Tool eben und auch die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur, die dahinter steht, entsprechend mächtig. Ja, du kannst dort Support-Tickets anlegen, wie gesagt. Ganz wichtig natürlich, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwann was nicht funktionieren sollte. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein für diese kurze Einführung, 10 Minuten Video. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist, wenn ich da ein bisschen mehr in Details gehe zu den einzelnen Unterpunkten. Soweit, viel Spaß. Und wenn du selber hier ein Konto dir mal eröffnen möchtest, quasi für 1 Euro für den ersten Monat zum Testen, dann klick einfach hier unten unter dem Video auf den Link und hol dir einfach mal so einen Test-Account und dann kannst du einfach auch bei den weiteren Videos, die ich noch machen werde, einfach parallel das Ganze selber mal austesten, denn es ist ganz wichtig, dass du einfach ins Machen und ins Handeln kommst. Es wird dir nicht erspart bleiben, dass du selber einfach ganz viel testest und ausprobierst. Das ist einfach das Entscheidende, dass du selber Erfahrungen sammelst mit dem Tool. Also, bis gleich, bis zum nächsten Video. Dein Thomas Klein. Tschüss.